Weg zu einem Feuerworkshop mit Frank von Two Waves. Und als ich ihn das erste Mal kennenlernte, wurde mir sofort klar, dass das wahrscheinlich der kompetenteste Berater hier in Norddeutschland ist, wenn es darum geht, wie ich mit dem Feuer beginne und auf welches Material ich zu achten habe. Denn er baut sogar selber Feuerboards. Viel Spaß dabei. Hey Frank von Two Wave. Du hast mir bei meinem ersten Workshop das Feuersurfen total geil und schmackhaft gemacht. Ne? Sag mir mal, was ist der Vorteil, wenn man hier im Norden ist? Warum sollten wir mit Feuersurfen beginnen? Ja, da Feuersurfen, viele verbinden ja so Kitefoilen oder Windfoilen damit. Aber was halt wirklich auch in Deutschland interessant ist, ist wirklich mit dem Foil direkt zu surfen oder damit einfach dieses Pump-Surfing zu machen, dass man ohne Wellen quasi auch sich durchs Wasser bewegt. Und das ist immer bei schönem Wetter möglich. Du kannst bei Sonne, bei wenig Wind raus, einfach im Hafen vom Steg, egal wo, man kann immer Wasserspaß haben. Und jeder Pump fühlt sich eigentlich so an, als ob du eine Welle surfst. Das sieht richtig gut aus. Wie lange brauche ich ungefähr, bis ich sagen kann, ja, ich bleibe da so 10 Sekunden drauf auf dem Board? Ja, man braucht schon ein paar Anläufe, also wie bei jedem Sport. Du musst eine Weile üben. Ja. Du hast vorhin gesagt, so ein Handstand übt sich auch nicht an einem Tag. Ja. Und so ist es beim Feuer halt auch. Also ich sag mal, wenn man so 5 bis 10 Sessions plant, so, dann hat man auf jeden Fall danach schon richtig Spaß. Ja, das geht dann schon relativ schnell los. Ja. Cool, Mann. Dann, guck mal, ich sehe sogar natürlich auch ein Feuerboard, weil wir hier gerade bei einem Workshop sind. Mit dir, so eine Private Lesson. Zufällig ein Feuer hier. Ja, genau. Dann zeig uns mal, wie das so geht. Ja, es gibt so verschiedene Starttechniken. Ich mache jetzt mal mit ein bisschen Schwung. Frank, das sah ja wirklich entspannt aus. Du, wenn ich mit anderen Surfern darüber rede, dann sagen die mir teilweise, dass das eigentlich viel zu gefährlich ist. Ich müsste viel fortgeschrittener sein und die haben mir das eigentlich das Thema so ein bisschen malig geredet. Du hast zu mir gesagt, das ist auf jeden Fall auch was für einen Otto-Normalverbraucher. Du sagst, dass deine Kunden Ü30, Ü40 sind. Wie ist denn deine Sicht zum Heulen? Also ich sehe es vielleicht aus der Sicht, dass man bei dem Pump-Surfing hier eine sehr niedrige Geschwindigkeit hat. Das heißt, du lernst am Anfang das Fallen sehr gut. Wenn man dieses gefährlich oder dieses Image, dass es halt auch gefährlich sein kann, kommt teilweise daraus, dass man, wenn man ins Line-Up geht im Atlantik bei einer Meterwelle oder 2 Meterwellen und dann so einen Flügel um die Ohren geworfen kriegt, klar ist es gefährlich, nicht nur für den selbst, sondern auch für die anderen, die im Line-Up sitzen. Aber bei der Geschichte hier startet man langsam, man kann die Sache super safe aufbauen, das ist nicht gefährlicher wie Fahrradfahren. Macht aber so viel Spaß wie echtes Wellenreiten, sogar noch geiler, finde ich. Ist einfach mega geil. Gut, also die Angst ist eigentlich unbegründet. Man sollte eigentlich nicht bei hohen Wellen reingehen, sondern eigentlich ist das was für, wenn gar kein Wind ist im Prinzip. Die Starttechniken, also wie gesagt, der normale Take-Off, wenn man jetzt so kennt aus dem Liegenstarten, wie man am Meer jetzt so normal Wellenreiten auch anstartet, das mit dem Foil zu machen, ist auf jeden Fall immer das Risiko, dass man nicht trifft und dann in der Waschmaschine im Meer umhergewirbelt wird. Das hat man ja nicht beim Dockstart. Und wenn man den Dockstart kann, kann man aber auch in der Ostsee kleine Wellen reiten. Also da ist dann so viel Potenzial drin, wenn man eigentlich überall Spaß haben kann. Ja. Ja. Bootswellen, wir haben vorhin eine Bootswelle hier geritten, ja, hinter der Polizei hinterher. Ja. Also ist einfach nur geil. Ja. Ich habe mir bis jetzt nicht wehgetan dabei bei der Geschichte. Ja, und bei den Workshops hattest du auch noch keine richtige große Verletzung. Also. Nee. Also genau. Darauf kommt es an. Man muss unter Wasser ein bisschen aufpassen, so selbst ein paar spitze Ecken unten dran, dass man halt beim Zurückpaddeln, wenn das Ding unter Wasser ist, nicht mit den Füßen gegenkommt. Deswegen kann man am Anfang aber auch mit Füßlinge üben oder einfach nur ruhig bleiben im Wasser. Das ist halt eher wichtig. Aber so, dass man beim Starten oder beim Pumpen selber jetzt zwangsläufig in eine blöde Situation kommt, ist Quatsch. Also wenn man 2, 3 Sachen beherzt, wie beim Fahrradfahren, dann ist das total easy. Super, danke, Mann.